Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, es sind endlich die neuen Icon-Tauschspieler rausgekommen. Bevor wir uns die Icons ansehen, schauen wir uns schnell die ersten Aufgaben an, die das rausgekommen sind. Ich bin richtig gehypt auf die. Ich habe mir schon kurz durchgeschaut und es sind richtig geile Icons dabei. Aber die Aufgaben haben es auch in sich. Vor allem die Einzelspieler finde ich diesmal. Schauen wir mal in die Online-Begegnungen rein. Sowas war schon, glaube ich. Da sind einfach von der Bundesliga nur 9 Erstbesitzer. Das ist krass. Das muss ich schauen, ob ich das überhaupt zusammenbringe, weil ich ja nie mehr Packs geöffnet habe. Dann La Liga. Aber auch 4 muss man hier gewinnen. Auch mit 9 Erstbesitzern. Das wird auf jeden Fall krass auch. Und hier mit Engländern. Die habe ich schon nachgeschaut. Mit Engländer habe ich genug im Verein, da habe ich schon einige verkaufen können auch. Aber hier muss er mal 5 Partien gewinnen und 2x 4, das ist krass, finde ich. Und dann noch bei den Einzelspielern hier auf Weltklasse 6 Partien gewinnen mit 6 Spielern aus der mexikanischen Liga und 5 Spieler aus der amerikanischen Liga, das ist schon einmal krass. Dann Saudi-Arabische Liga. Ich habe gerade erst vor kurzem alle meine Spieler aus dieser Liga verkauft. Das wird teuer werden. Und dann noch 11 mit 11 Italienern 6 Spiele auf Legende gewinnen. Das wird jemand, der nicht so oft spielt oder jetzt vielleicht noch nicht der beste Spieler ist, auf Legende. Es wird extrem schwer. Auch man gegen die Bronze-Teams geht es ja noch, aber gegen die anderen Teams, das wird lustig und zeitaufwendig vor allem. Hier kann man kurz noch reinschauen. Da habe ich schon, die habe ich so verkauft, die habe ich mir, glaube ich, 30 Stück gekauft. Aber hier die Engländer um 6K, der Shaw, Velcat 1.3, der irgendeiner, was nie mehr spielen wird, um 1000, ein Gibbs um 2000, 2.3, irgendein Flügelspieler. Ein Silvertormann um 1.2 und hier sieht man noch ein paar von den Saudis, was ich verkauft habe. Aber jetzt schauen wir uns einmal die Icons an, die was rausgekommen sind. Der erste, Bobby Moore, uninteressant. Ja, wenig Tempo, wird keiner sich holen. Rijkaard, ich finde, Rijkaard kann man sich unter Umständen sogar holen. Nicht überragend. Aber ja, der schaut schon nochmal gut aus. Der Fernando Hierro, der hat genug Base. Die Defensivstats sehen auch gut aus. Und man braucht jetzt nur 6 Tauschspieler für ihn. Aber hier, Edwin van der Sar, den werden sich viele holen, glaube ich. Die was nicht komplett durchziehen und alle Aufgaben machen. Er wird wahrscheinlich wieder einer der besten Tormänner im ganzen Spiel sein. Oder einer der besten Tormann. Tormanns, meine Sprechfehler heute sind ein Wahnsinn. Ja, den werden sich viele holen. Der wird OP as fuck sein und stark. Ich habe ihn noch nicht so oft als Gegner gehabt, aber wenn ich ihn als Gegner gehabt habe, er hat immer alles gehalten, kommt mir vor. Auch schon seine Baby-Variante. Dann mit 10 Raul. Raul sieht auch schon sehr solide aus. 4-4 hat er. Könnte ein bisschen mehr Tempo haben, aber Dribbling schaut gut aus. Kopfball 90 ist nicht so wichtig. Ausdauer reicht. Also den kann man sich auch schon mitnehmen. Dann Roland Koeman. Auch sehr gut. Der kann auch alles. Dribbling könnte ein bisschen besser sein, aber den kann man auch ohne Probleme im Mittelfeld spielen lassen. Clarence Seedorf. Den kann man. Mit einem Shadow ist das ein Top-6er, finde ich. Ausdauer. Finde ich jetzt. Ich habe keinen Spieler, was 90 plus Ausdauer haben, aber 86 genau schon in Ordnung. Dann Robert Pires, den finde ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Man kann ihn eventuell als 10er spielen, aber würde ich mir nicht holen. Dann Nakata, ich finde es. Ist das der Prime oder der Mittlere? Ich glaube, das ist der Mittlere. Ich finde, es ist einer der unratedsten Ikonen in den FIFA, weil seine Baby-Ikone, habe ich mir schon überlegt, ob ich mir die hole. Die hat 130k gekostet oder so. Für eine Ikone ist das ein Spottpreis. Und der hat Top-Werte als 10er auf der Seite mit dem mit Shader, sage ich, mit Catalyst. Hat genug Ausdauer, Dribbling ist top, wenn man das Tempo noch ein bisschen pusht. Ist eine gute Karte, finde ich dann. Sokrates. Der hat zu wenig Balance, finde ich, für das FIFA. Der passt dann nicht so richtig rein. Dann Zambrotta.
ein Top-Rechtsverteidiger, wenn ich nicht meinen Footmas irgendwas, keine Ahnung wie er heißt, gemacht hätte, würde ich ihn auch überlegen, ob ich mir ihn hole. Dann der mittlere Luis Figo. Auch top. Was will man? Wenn ich nicht Dembélé spielen würde, würde ich ihn mir zu 100% holen. Aber ja, ich meine, ich würde mir gerne jede Ikone holen, was drin ist, so ist nicht. Aber ja, schauen wir weiter. Dann sind wir schon bei Campbell angelangt. Ja, top Innenverteidiger werden sich wahrscheinlich auch einige holen. Wird nicht viel was Besseres geben. Balance und Beweglichkeit im unteren 50er Bereich, aber als Innenverteidiger geht das in Ordnung, finde ich. Dann Lineker, der hat nur 3 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, hochgeringe Arbeitsraten. Von den Stats her sieht er gut aus, aber ich habe noch nie gegen ihn gespielt und ihm selber habe ich auch noch nie gespielt, keine Ahnung wie es ist. Von den Stats her, vor allem vom Tempo und vom Abschluss her, sieht er richtig gut aus. Beweglichkeit, Balance könnte ein bisschen höher sein, aber ja, der wäre eventuell sogar zum Ausprobieren. Dann Blanc, auf den habe ich in meinen Baby-Icon-Pick gehofft. Der, ich finde, das ist ein Top-6er. Er hat gutes Tempo, guten Abschluss, Passspiel geht in Ordnung, gutes Dribbling. Die Defensive passt, physisch mit der Ausdauer passt auch. Also, wenn ich nicht ganz durchziehe, kann ich mir gut vorstellen, dass ich den mir hole. Dann mittleres Icon-Pack, vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Dann sind wir jetzt schon auf der vorletzten Seite. Luis Hernandez. Ich weiß gar nicht, ist das die Prime-Version? Ich glaube fast, oder? Der auch 3 Sterne schwacher Fuß. Das ist das, was mich stört. Auch von den Stats her ist er einfach ein Traum. Top, ein Top-Stürmer wahrscheinlich. Dann Joe Barnes. Sieht sehr schmackhaft aus. 4-4, hoch, mittel. Von den Stats, ja, Balance kann ein bisschen mehr sein, aber alles andere finde ich ist top bei ihm. Vor allem, wenn man auf der Seite spielt, man kann ihn auch als Zehner oder als Stürmer spielen. Der gefällt mir auch richtig gut von den Stats, aber wahrscheinlich wird er nicht an den Neymar herankommen. Neymar wird trotzdem noch eine Klasse besser sein und wird wahrscheinlich die Mehrheit spielen wollen wie ihn. Dann Alessandro Del Piero, auf den gehe ich vielleicht sogar echt, weil der mit seinen Stats als 10er oder 2. Stürmer wäre top. 85 Ausdauer, 73 Balance, ja, aber 87 Beweglichkeit, gutes Tempo. Der Abschluss ist ein Wahnsinn. Also, ich glaube, wenn man dennoch eine Engine drauf hat oder so, bekommt er auch, glaube ich, plus 5 Tempo dazu. Dann hat er 90 Tempo. Dann wird der sehr gut passen, finde ich. Und noch eine zentrale Position, was wichtig ist, finde ich. Ronaldinho. Ich habe noch nie Ronaldinho gespielt, aber ich habe schon ein paar Mal gehört, dass er nicht so beweglich sein soll. Und die 75 Ausdauer schreckt mich ein bisschen ab, obwohl es einer meiner Lieblingsspieler ist. Aber wenn, dann eher im Prime den linken Flügel. Und die letzten zwei, einmal Michael Essien. Also, wenn ich alle Tauschspieler mache, dann hole ich mir ihn, das ist fix. Bis auf Abschluss, aber wenn man als defensiveren Sechser spielt oder eben als der was hinten bleiben soll, top. Kopfball 75, interessiert keinen in den FIFA, gutes Tempo. Für einen Sechser Balance und Beweglichkeit passen. Top Zweikampfwerte, 94 Ausdauer, die Stärke, die Aggressivität, einfach. Also wenn ich komplett durchziehe und schaffe, dass ich mir alle Tauschspieler hole, hole ich mir Essien, das ist fix. Und dann noch Vieira, die Baby-Version. Sieht auch sehr gut aus, aber ich finde, das sieht Essien einfach besser aus, wenn man die zwei vergleicht. Vielleicht wegen der Nation, dass Vieira vielleicht für ein paar interessant ist, weil sie noch einen Franzosen-Link brauchen, einen grünen. Aber sonst, er hat mehr Tempo, Essien, er hat einen besseren Schuss, er hat besseres Passspiel, er hat besseres Dribbling, er hat bessere Defense-Werte, er hat bessere Physis-Werte, wenn auch nur ein bisschen, aber da bleibt Essien besser. Gut, er ist auch um 4 Ratings besser. Ja, das war jetzt die ganzen Tauschikonen mal schon durchgeschaut. Schreibt gerne rein, welche Ikone ihr holt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Halt rein und ciao, bis dann!